Die Musik lässt schon so einiges erahnen. Es wird sexy, es wird heiß, es wird unanständig. Aber das verrät auch schon der Titel, ganz oder gar nicht. Mit dieser Komödie startet die Kammerhofer Bühne in ihre sechste Eigenproduktion und liefert eine Ladies Night, bei der fünf Herren nur darauf brennen, förmlich alles zu geben. Ich glaub, der atmet nicht mehr. Was? Was soll ich machen? Pulsmesser! Und alles heißt auch alles, denn am Schluss zeigen die fünf... Naja, ich glaube schon relativ viel. Ich glaube, sie werden so ganz spannend bis zum Schluss einiges verhüllen und dann wird es auf einmal so den großen Showdown geben. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, den Walter Kammerhofer schon beim Duschen gesehen hat. Ich hoffe, wir sehen nicht alles heute. Naja, ich hoffe schon stark bis auf die Unterhosen. Ja, hoffentlich viel hat. Die Vorderseite wollte ich nicht einmal sehen, aber das hat er noch nicht gemacht. Hey, Stefan! Stefan, jetzt spielst du mit deinen Lauscher, jetzt kommt's nämlich. Im Gegensatz zu denen, das trippen wir nicht nur, nein, wir, ja, wir. Wir ziehen uns sogar aus. Bis zum letzten Stück, splitterfasernackt. Was? Tutti completi. Das ist der große Unterschied. Zwischen uns und der Mogelpackung aus den USA. Das kannst du gerne als Werbung in die Zeitung schalten. Und auf die Plakate drum. Ja, da wirst du Augen machen. Was? Ob meine Leute davon wissen? Ja, natürlich wissen sie das. Ja, ja, ciao. Naja, der Grund war der, wie diese Story aufgepoppt ist und den Film kennt man ja, hab ich mir wieder meinen Walter vorgestellt, der ohne Wäsche irgendwo umeinander rennt und allein ich das und viele Frauen, die hoffentlich wir beglücken werden mit diesem Sponsoring, dass es zustande gekommen ist. Darum haben wir es gemacht, ganz einfach. Nur für die Frauen, nur für die Frauen. Sehr, sehr gut. Also ich finde, sie haben sich total ins Zeug und sie sind wirklich voll bei der Sache und sie geben einfach alles. Mir taugt es total. Das ist viel lustiger, wenn man in Kammerhofer in einer sexy Rip unter Hosen singt. Er macht den Hengst, hat er gesagt. Ja, vom Walter. Der hat die meiste halt. Der Max Mayhoff hat es uns versprochen, ja. Und damit die Figur für das nackte Finish auch passt, müssen abspeckende Methoden her. Jay Eng muss Solling, habe ich gelesen. Ja, ich spiele. Ein paar Runden unten, ein paar Runden unten. Ja, das ist jetzt fast das Jahr. Ja. Andererseits, ja. Es ist auch wegen Kopffleisch, ist sie. Super. Ja. Hey, Max. Spürst du für was? Ich glaube, ich bin mindestens wieder Walter um 20 Kilo leichter nach dieser Show. Aber sehr, sehr glücklich und es hat super funktioniert. Sie waren toll auf der Bühne, auch die Technik. Es hat den Leilen super gefallen, weil sind aufgesprungen. Zum Schluss habt ihr es gesehen. Glücklich, ich bin tolle Stimmung, feiern. Tolle Stimmung und ein super Team. Das muss man einfach sagen. Ein tolles krass. Team, alle da rundherum. Richtig geil, super geil. Falls Sie jetzt irritiert sein sollten, diese Geste bekommt im Stück eine ganz andere Bedeutung. So auch die Funktion des Technikers. Das geht um den Techniker, das ist der wichtigste Mann. Und da geht es um Sekundenbruchteile, um nicht zu sagen um Millimeter. Hoppala, so ein Show, Kleinigkeiten passiert. Ich glaube, den Leuten ist das gar nicht aufgefallen. Nein. Und die auf der Bühne haben das super weitergemacht. Das wäre nichts, war nichts. Und na, die Show must go on. Ja. Unglaubliches Gefühl, wenn die Premiere so geht, wie es heute geht. Also an dieser Stelle auch ein Riesen ans Premierenpublikum. Also ihr wart echt super geil. Das ist einfach so schön, wenn die ganze Halle kocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es hat 40 oder 50 Grad gehabt auf der Bühne. Aber es ist einfach super geil. Man kann es nicht anders beschreiben und die Stimmung ist von Anfang an, du musst so oft bremsen, was ja schön ist. Ne? Das heißt, du willst an und für sich im Fluss bleiben und dann bewegt sich der Walter, dreht sich auf Zeiten und zwei Minuten lang ist Gelächter und du kannst nicht weiterspielen, was aber sehr super ist. Ne? Weil die Stimmung, die schwappt über und es ist natürlich auch hart, teilweise nicht herauszufallen aus dem Stück.
was nicht immer gelingt, weil du hast das gehört, da waren Zwischenrufe. Danke, Mama. Fenster putzen, super, war wieder notwendig. Ne? Ja, also alles Mögliche erlauben Sie sich. Ne? Und das ist aber schon, es ist super geil. Und ich hoffe, dass sich dieses Zeichen durchsetzt. Es wird in Amstetten ein ganz neues Klima herrschen. Wenn man sich auf der Straße kreierst, weißt und immer so, hey, Servus, grüß dich. Das wird super. Ne? Und die Leute werden alle schauen, was haben sie am Städten? Haben sie, nein, das ist einfach ganz oder gar nicht und ganz anders. Eine witzige, mit Pointen à la Kammerhofer und Meierhofer gespickte, dennoch sozialkritische Komödie über fünf arbeitslose, aber auch planlose Männer, die versuchen, die Chippendales zu toppen, wird noch bis 18. November im Mozart gespielt.